Wunderbaren Sonntagmorgen, den 11. Juli. Vor 3 Jahren machten wir hier mit dem leider viel zu früh verstorbenen Hans Köster, unserem Spiritusrektor, eine Führung mit einer Schülergruppe von der Pforte der Zeche Holland an der Lührenstraße bis hierhin zum Schacht 4. Natürlich sah alles noch ein wenig anders aus. Und ich werde euch das Ganze nun einmal hier mit einem kleinen Rundgang am heutigen Tage zeigen. Erstaunlich ist, seit dem 30.06., seit der Übergabe an die Öffentlichkeit, ist hier nichts verunstaltet worden. Es liegt kein Müll hier. Wieder allen Unkenrufen, das finde ich toll, von den Wattenscheidern und auch von den anderen Besuchern, die hier ihre Zeit verbringen. Hier die strukturgebenden Streifen mit Basaltblöcken, dort die Bühne, um es nochmal zu sagen, an der Grenze zum Gelände des Parkplatzes der Druckerei, wo immer noch nichts passiert ist, langsam aber sicher müsste mal was erfolgen, denn wenn circa Anfang August hier der Biergarten eröffnet werden soll, sollte jeder, der von vorne reinkommt, natürlich auch das Gelände hier einblicken können. Sagen wir mal so. Hier die Protego-Anlage. Insgesamt nähern wir uns nun dem Schachtdeckel. Hier nochmal einige interessante Details. Der Käfig, der aus versicherungstechnischen Gründen um die Aufstiegstreppe im unteren Bereich herumgebaut wurde. Auch hier wird noch eine Lösung gefunden, wie das Ganze dann organisiert wird in Bezug auf die Begehung. Eine wunderbare Achse hier nochmal, ganz toller Ausblick hier durch den unteren Bereich von Schacht 4 in Richtung der LED-Scheinwerfer, die dort hinten am Eingang installiert sind. Die Freitreppe oben, die Fahrradständer. Das Ganze wird hier auch noch angeschlossen werden, an das Radwegenetz beschildert werden. Und es gibt dann noch weitere Pläne in Bezug auf die Straßenbahn- und Bushaltestelle, Lohheidestraße, Umbenennung in Zeche Holland Lohheide-Stadion, da auch das Lohheide-Stadion in Bälde umgebaut werden wird zu einer Leichtathletik-Event-Location. Heißt das eben halt in Neudeutsch. So, die Treppe. Dort im weiteren Verlauf sehen wir die drei Stromkästen und den grauen Stromabnehmer. Dort wird Mathieu Kneppers Überseecontainer, der momentan in Bochum-Gerte ausgebaut wird, als Zentrum des Biergartens stehen, bis hier zum Bereich der Treppe. Wird das Ganze dann mit Bierzeltgarnituren bestuhlt werden, betischt werden, sagen wir so. Interessant die Variante, es befinden sich dort zwei Toiletten, eine Küche, ein Schankraum, das Ganze ist zu öffnen. Vom Mittwoch bis Sonntag gedenkt das Knepper-Management uns hier zu bewirten. Hat jetzt noch mal aufgerufen auf der Seite Kumpeltreff bei Facebook die Speisekarte in Bezug auf Getränke und
Speisen mitzugestalten. Und da ist auch schon einiges los. Und wir wollen schauen, dass wir das Ganze hier lokal gestalten können. So, wunderbar hier. Alles aufgepflastert. Ziegelsteine mit Cola-Einschlüssen. Um das Ganze mal hier zu zeigen, begebe ich mich auf den neu gestalteten Bürgersteig. Die Anschlüsse sind bereits vorhanden. Es muss hier noch eingepasst werden, wenn der Container seine letzte Reise aus Bochum Gerte hierhin antritt. Und dann muss das Ganze natürlich auch noch dementsprechend abgenommen werden. Ja, auch hier ein Stromverteiler, wie ihr seht, dieser graue Klotz, der hier steht, mit allen Möglichkeiten. Die kleine Halde und dort die große Halde mit dem Schachtzeichen von Schacht 3. Dahinter, das haben wir auch rausgefunden, auf dem Parkplatz hinter dem kleinen Wäldchen vor der Maschinenhalle von Schacht 6, befindet sich unterhalb des gepflasterten Parkplatzes halt der Rest von Schacht 6. Dort nochmals die LED-Scheinwerfer, die hier dann mit 3000 Lumen fledermausfreundlich das Schild hinter mir am oberen Ende von Schacht 4 dann beleuchten werden. Auch hier hat sich seit der Motorsägenaktion in Bezug auf die Pflege der Parkbuchten und der Brombeeren nicht ganz so viel getan. Naja, schauen wir mal. Hier sehen wir das Ganze mal aus der Perspektive mittig Emil-Weitz-Straße. Die Achse wunderbar direkt über dem ehemaligen freigelegten Versorgungsschacht gelegt, dient als Feuerwehrzufahrt, dient als Zufahrt für den Catering-Bereich, der kann allerdings auch dort von der Kurve aus bedient werden und natürlich auch, wenn man bis hinten reinfährt, könnte man dort Dinge anliefern, die zur Bühne gebracht werden sollen. Ich wünsche allen Beteiligten, Enthusiasten, Freunden, Bekannten aus nah und fern einen hervorragenden Sonntag. Glück auf vom Hans-Köster-Schacht 4, der ehemaligen Großzeche Holland hier bei uns im Wattenscheid, dem Herzen des Kohlenpotts. Glück auf!